Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren. Der Oberbürgermeister spricht ja gerne mal in Nebensätzen vom Irren im Weißen Haus, wenn er sicher gehen will, hier billigen Beifall von allen Seiten zu bekommen. Aber was wir in der Frage der Umstrukturierung der GmbH von ihm erleben, das ist eine Erpressungspolitik von geradezu Trumpschen Ausmaßen. Sein Gegenüber, dass sich davon nicht überzeugen lassen will, wahlweise für staatsköpfig, unehrlich oder einfach für blöd erklärt. Der Oberbürgermeister scheint darauf aus zu sein, möglichst viel verbrannte Erde zu hinterlassen und ist sich nicht zu schade, dabei auch die eigenen Genossinnen der Landkreis-SPD zu beschädigen. In diesem Fall heißt das, er stellt, kürzlich in der ANA, den längst beschlossenen Neubau der Kreisklinik in Hofgeismar in Frage, um den Landkreis mit der völlig aus der Luft gegriffenen Behauptung zu erpressen, Hofgeismar sei nur finanzierbar, wenn Wolfhagen geschlossen wird. Und die überrumpelte SPD-Stadtverordnetenfraktion dackelt wie bei jedem Alleingang ihres Coupés hinterher. Auch die völlig hypothetische Behauptung, die GmbH könne ohne die Umstrukturierungsabschließung der Kreisklinik in Wolfhagen in die Insolvenz gehen, ist ein Beispiel für eine solche Hochkulisse, die aufgebaut wird, um gegen den Landkreis eine Umstrukturierung durchzusetzen, die die Stärkung des Klinikums auf Kosten der flächendeckenden wohnortnahen Krankenhausversorgung endlich beinhaltet. Nichts deutet in Wahrheit auf ein solches Szenario hin. Die Defizite der Kreiskliniken sind seit mehr als 15 Jahren bekannt. Aber nicht nur die Gremien des Landkreises sind in Aufruhr, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger in Wolfhagen und Umgebung. Der Förderverein der Kreisklinik hat in den letzten 4 Wochen mehr als 6.000 Unterschriften gegen die Schließung gesammelt. Und das ist eben nicht nur, wie der OB wahrscheinlich meint, eine emotionale Aufwallung wider die ökonomische Vernunft, sondern ein klares Votum der Menschen für eine Entwicklungsplanung der Krankenhausinfrastruktur, die die Menschen im ländlichen Raum nicht abhängt. Sinn ergeben würde ein Nachtragshaushalt, der Mittel zur Sanierung der Kreisklinik in Wolfhagen bereitstellt. Zur Sanierung, denn dass diese nötig wäre, ist unbestritten. Auffällig ist nur, dass jetzt plötzlich von 13 Millionen Euro die Rede ist, die in Wolfhagen für Brandschutzmaßnahmen benötigt werden. Jetzt, wo mit aller Gewalt nach Argumenten für die Schließung steht. Ob die Schließung tatsächlich eine Stärkung des Klinikums bedeuten würde oder vielmehr ein weiterer Schritt zur Überfrachtung in einem anonymen, völlig verbauten und in Wirklichkeit bereits jetzt überlasteten Klinikbetrieb, das sei mal dahingestellt. Auch die Kasseler werden die Folgen zu spüren bekommen, wenn etwa die bereits jetzt mit stundenlangen Wartezeiten überlaufenden Notaufnahmen im Klinikum in Zukunft noch durch weitere Patienten aus dem Landkreis gefüllt wird. Fragen Sie sich doch mal, warum in vielen Fällen die Rettungswagen in Notfällen nicht mehr das Klinikum anfahren, sondern andere Krankenhäuser. Und wie auch schon mein Fraktionskollege Dirk Wüsterlich eben angedeutet hat, die Satzung der GmbH ist ganz eindeutig. Die Kreisklinik in Wolfhagen kann nicht ohne Zustimmung des Landkreises geschlossen werden. Der OB weiß das, da bin ich ganz sicher. Und weil er das weiß, will er nun mit Drohungen und Schreckensszenarien wie Insolvenz und Privatisierung dem Landrat die Zustimmung zur Schließung in Wolfhagen abbringen. Wir werden dieses Spiel nicht mitspielen und Stadt und Land nicht gegeneinander ausspielen lassen. Wir treten ein für gleiche Lebensverhältnisse und eine wohnortnahe Krankenhausversorgung auch im ländlichen Raum.